geworden ist und es nicht weiß. Ich habe zwei Kinder. Einmal ein Junge, der ist jetzt fast 3 und ein Mädchen, die ist 9 Monate alt. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal etwas anderes Video. Ich zeige euch mal ihren Wickeltisch, wie der gerade aussieht mit 9 Monaten, was ich alles benutze für sie und wo ihre Kommode ist. Ja, und ich denke mal, fangen wir mal an und ich zeige euch. So sieht ihr Tisch aus. Das ist der Wickeltisch von IKEA. Den kann man später auch als Schreibtisch nutzen. Das heißt, man macht diese Platte einfach etwas weiter runter und dann ist es ein Schreibtisch. So. Hier oben haben wir meistens das liegen, was wir immer benutzen. Das heißt, feuchte Tücher hat sie immer hier. Und hier ist unser Zähnchen gerade. Kennt ihr bestimmt. Genau. Oben drüber habe ich noch eine Wärmelampe. Die benutze ich immer noch nach dem Baden. Mache ich die alle, dann ist ihr schön warm. Der Aufsatz ist sehr groß. Der geht für Kinder bis zu 2 Jahren, glaube ich, oder bis 3 Jahren kann man sogar den Kindchen noch wickeln. Also ist relativ groß, nicht wie bei dieser Hemmnis-Wickeltischen oder ein Regal oder was das ist, was zuerst als Wickeltisch ist und dann als Regal genutzt werden kann. Das wollte ich am Anfang, aber dann habe ich mich umentschieden. Hier hat sie erstmal so eine dickere Unterlage liegen und damit, wenn sie mal pinkelt oder so, habe ich noch so eine waschbare Unterlage. So, gehen wir mal weiter runter. Ich habe mich, man kann sich diese Varianten mit den Schubladen und sowas aussuchen. Ich habe halt eine Schublade gemacht. Hier oben ist einfach, hier sind 2 Fächer und hier unten noch 2. Fangen wir mal hier oben an. Hier oben hat sie Pampers. Das sind auch diese grünen Behälter von IKEA. Und da mache ich nochmal ihre Windeln rein. Finde ich sehr praktisch. Passt sofort eine ganze Packung rein. Und das ist sehr praktisch. Daneben hat sie ihr feuchtes Tücherchen. Wir benutzen die von Baby Love. Und daneben ist noch eine IKEA-Kiste. Oh, ich zeige euch mal, was alles da drin ist. Das ist Salbe für sie. Hier oben habe ich solche Dinge wie Creme, Wattestäbchen, noch mehr Cremes und Öls und sowas halt. Ne? Das sind halt noch die Cremes, was ich für meinen Sohn gekauft hatte, die noch unbenutzt sind. Und genau, solche Dinge, die bewahre ich halt immer hier drin. Auch finde ich eher praktischer, dann staubt es nicht so und man kann es einfach so machen. Und das war das auch übrigens von IKEA. Und das heißt Plutis. Genau, das ist mit so einer Decke. Das hatte ich früher auf dem Wickeltisch oben drauf stehen, aber seitdem sie größer ist, funktioniert das nicht mehr. So, in der Schublade habe ich ihre Söckchen und einen alten Schnuller hebe ich auf, Kabelschürchen, Lätzchen, Krabbelstrümpfe, wärmere Socken, Bänder für die Haare und sowas halt. Hier drin habe ich einmal Hygienespray zum Sprühen. Dann von Balea Hygienehandgel, Windelbeutel von Rossmann sind das. Und da habe ich diese Behälter. Die sind auch von hier bei den Kinderabteilungen. Ich habe mir 3 Stück genommen. Hier in der ersten, also 2, habe ich Picks ab, wie zum Beispiel die Windeltüten oder solche Einmalunterlagen, solche Duftbeuteln. Hier sind nochmal Beuteln. Die benutze ich halt für ihren Mülleimer. Und bei den dritten habe ich solche Waschlappen und noch Mullwindeln von ihr. Bei ihr haben wir jetzt nicht so viele gebraucht, aber bei Jan. Wir wissen ja nicht, ob wir noch ein Baby kriegen oder nicht, deswegen werde ich die Sachen alle behalten und nicht abgeben. So, hier unten haben wir unseren Gang unterbrechen.
Hier haben wir einfach was. Und hier in der 1 habe ich zum Beispiel noch meine Stillunterlagen, dann so ein Kissen, dieses Kirschkissen und dann zum Beispiel Schnullis, neu oder so eine Lampe, dann Sonnencreme, plus 50 haben wir, die von Nivea. Ich auch. Und genau, das haben wir da drin. Dann haben wir auch wieder so rein. Ja, stimmt. Und hier unter der Schublade habe ich auch so eine IKEA-Kiste. Die ist durchsichtig mit Deckel. Da sind die ganzen Medikamente von den Kindern. Zum Beispiel Thermoschnuller, so ein Popelabsauger, Tröpfchen und Gel für die Zähne und gegen Fieber und Thermometer und Brandsalbe. Also solche Medikamente. Also es geht auch von den Kindern bis jetzt keiner ran. Also Jan ist nie dran gegangen. Der weiß, dass man das nicht darf. Und die steht eigentlich immer im Wickelzimmer. So, daneben habe ich solche Babytücher, die von Rossmann sind das jetzt. Genau, 90 Stück mit Aloe Vera. Kann man sich auch sehr gerne Nase putzen. Sonst was. Dann habe ich noch eine. Das geht ein bisschen schwer mit einer Hand, aber das geht schon. Tut mir leid für die Verklungen. Noch eine grüne Kiste. Da habe ich jetzt von der Wickeltasche so eine Unterlage. Dann ein Thermostasche für eine Flasche, das wird auch in der Wickeltasche, ist für Schnuller, ich habe in die Schnuller reingemacht, dann so eine Decke war noch mit dabei und dann ist hier die Aufsätze von dem Kindersitz und Unterlagen und noch so eine Rotlichtlampe und ein paar Aufkleber für das Zimmer und hier ganz unten ist nur eine Babywaage. Die haben wir nach 2 Jahren gekauft, habe ich immer halt sein Gewicht damit kontrolliert und die ist auch bei uns geblieben für die Lea. Genau. So sieht also ihr Wickeltisch aus. Nochmal schärfer. Es hat 2 große Regale, eine Schublade, 2 kleine und hier eine große und sehr großen Wickelbereich, was ich sehr gut finde bei dem Wickeltisch. Und später, wenn wir es einfach nicht brauchen, werden wir als Schreibtisch nutzen. Und da ist sie auch gerade. So, nein. Das war der Wickeltisch von der Lea. Wie ihr gesehen habt, benutzen wir nicht mehr allzu viele Sachen, weil die ist schon relativ groß. Die ist jetzt 9 Monate. Und ja, der Wickeltisch ist jetzt einfach praktisch eingerichtet. Das, was man halt am häufigsten braucht. Windeln, solche Tücher, Säckchen und so weiter. Deshalb, genau. Wenn ihr noch weitere Videos vielleicht haben wollt über den Schrank von Lea oder über Jans Schrank, welche Größen die tragen, wie die eingerichtet sind und wo die sind, kann ich euch gerne auch abdrehen. Müsst ihr mir nur alles in die Kommentare schreiben. Woher ich den Wickeltisch habe, werde ich euch nochmal verlinken. Und die Lampe auch, aber die gibt es eigentlich überall bei Baby One und Baby Walz und eigentlich überall in den Geschäften. Bei Amazon gibt es sie auch, aber ich werde euch auf jeden Fall die verlinken und den Wickeltisch auch. Genau, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video.